Aber erstmal zu diesem jungen Mann. Seit über 13 Jahren ist Andrea aus Hamburg an einen Rollstuhl gefesselt. Heute kann der 44-Jährige wieder selbstständig stehen, ja sogar gehen. Das klingt wie ein Wunder und das ist es auch, aber ein technisches. Wie so ein Exoskelett funktioniert und was diese wissenschaftliche Errungenschaft auch für andere Gelähmte bedeuten kann, das zeigen wir jetzt. Ich sehe immer bloß die Perspektive eine pro Höhe. Das ist nicht so schön. Seit 13 Jahren ist André van Rüschen nach einem Autounfall querschnittgelähmt. Hindernisse gehören zu seinem Alltag. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwo in die Stadt gehe und hole mir einen Kaffee, der Tresen, der ist immer unheimlich hoch. Ich muss mich bemerkbar machen und dann guckt man wirklich von oben runter, was will der Kleine denn? Dass überall Hürden auf ihn lauern, kennt der Rollstuhlfahrer inzwischen und es nervt ihn. Sein 13-jähriger Sohn Tim hat André nie gehend oder stehend erlebt. Immer blickt er buchstäblich auf seinen Vater herab. Bis zu dem entscheidenden Moment, in dem Andrés größter Wunsch wahr wird und sein Sohn zu ihm aufblicken kann. Papa, ich weiß gar nicht mehr, wie groß du bist. Oktober 2002. Ein Autounfall hebt Andrés Welt aus den Fugen. Erst habe ich gedacht, scheiße, jetzt hast du einen Unfall gehabt. Dass sein Leben am seidenen Faden hängt, ahnt er damals nicht. Erst 10 Tage nach einer Not-OP holen ihn die Ärzte aus dem künstlichen Koma. Der Arzt kam dann gleich und hat gesagt, guten Tag, Herr van Rüschen, schön, dass Sie wieder da sind. Aber ab jetzt sind Sie querschnittgelähmt und können nicht mehr laufen. Sie werden Ihr Leben lang nicht wieder auf eigenen Beinen stehen. Ein Leben im Rollstuhl? Für André ein Schock. Erst hat man diese Gedanken, das packe ich nicht. Aber weil meine Frau damals schwanger war, hieß es ganz schnell für mich, ich muss die Treppe wieder hochklappeln und nach vorne gucken. 5 Monate nach Andrés Unfall kommt Sohn Tim zur Welt. Inzwischen hat sich André mit seiner Querschnittlähmung arrangiert. Am 12. Brustwirbel ist sein Rückenmark durchtrennt. Er kann Hüfte, Beine und Füße weder spüren noch bewegen. Im Alltag kommt er zurecht, auch durch die Hilfe seiner Familie. Doch eine Hoffnung stirbt nie. Es gab immer noch den großen Traum, vielleicht kann ich mal wieder stehen oder selbstständig gehen. 10 Jahre nach dem Unfall bekommt Andrés Hoffnung plötzlich neue Nahrung. Durch einen Artikel in einer Fachzeitschrift. Da war ein kleiner Aufruf drin. Wir suchen Versuchs- oder Testkaninchen für ein Exoskelett. Andrés Neugierde ist geweckt. Zwar hat er schon von mechanischen Stützstrukturen gehört, bislang kannte er sie aber nur für Menschen, die nicht komplett querschnittgelähmt waren. Dieses neue System könnte vielleicht auch ihm helfen. Die Hoffnung steigt natürlich. Das ist natürlich riesig, denn wenn ich wieder stehen kann oder auch wieder selbstständig gehen kann. Sofort schickt er eine Bewerbung ab. Es folgen medizinische Tests und einige Vorgespräche. Dann beginnt die bange Zeit des Wartens. Schließlich die freudige Nachricht. André darf nach England fliegen, um das Exoskelett zu testen. Nach 10 Jahren im Rollstuhl steht er hier zum ersten Mal wieder auf seinen eigenen Beinen. In diesem Moment beginnt für André ein neues Kapitel in seinem Leben. Auch wenn die ersten Schritte mühsam sind, für ihn ist das neue Lebensgefühl jede Anstrengung wert. Ich bin auf meinen eigenen Beinen gelaufen. Das war grandios, war das da. Möchte man am liebsten die Hände hochreißen und nur noch jubeln. Wie ein Besessener übt er von nun an täglich und kommt immer sicherer voran. Heute verbringt André jeden Tag ein paar Stunden im Exoskelett. Für das Anlegen der mechanischen Stütze braucht er nur wenige Minuten. Anschließend legt er auf einem Armband quasi den Gang ein. Per Knopfdruck richtet sich das Exoskelett auf. Für Tim ist es nach wie vor bewegend, seinen Vater aufrecht stehen zu sehen.
Selbst alltägliche Dinge wie ein Spaziergang sind für Vater und Sohn ein besonderes Erlebnis. Grandios. Ich kann immer bloß sagen, wenn ich wieder stehe oder gehe oder laufe, ich habe immer ein breites Grinsen, denn das fühlt sich einfach gut an. Ich finde das klasse, weil ich muss ja nicht mehr nach unten gucken, ich muss jetzt nach oben gucken. 2,6 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit sind fest eingestellt. Das ist manchmal knapp. Die Rotphase ist immer sehr lang, aber die Grünphase könnte ein bisschen länger sein. 2, 3, 4 Sekunden länger. 4 Stunden kann André am Stück gehen. Dann muss er den Akku laden. Auch die Schritthöhe ist fest eingestellt. Das verlangt von ihm manchmal einiges Geschick. Das sind so die kleinen Hindernisse, die man dann erlernen muss. Das ist dann wirklich mehr das Gewicht nach rechts, links ausgleichen, um kleine Hindernisse zu überwinden. Weil André seine Füße nicht selbstständig bewegen kann, muss er seinen Weg genau im Auge behalten. Jede Unebenheit kann zur Stolperfalle werden. Wenn ich jetzt hinfallen würde, liege ich ja im Prinzip wie eine Schildkröte auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Ich kann mich dann auf dem Fußboden hinsetzen. Dann brauche ich aber eine zweite Person, die mich wieder etwas hochzieht, als wenn ich im Sitzen sein würde. Könnte dann auf der Uhr bestätigen, dass ich wieder aufstehen möchte und kann dann wieder hoch. Die Idee zu den Exoskeletten stammt aus der Natur. Bei Krebstieren zum Beispiel liegt das Skelett nicht innen, sondern außen. Dieses Stützprinzip soll nun auch Menschen mechanisch helfen. So kommen Exoskelette in der Industrie zum Einsatz. Arbeiter müssen schwere Lasten nicht mehr allein mit Muskelkraft anheben. Auch im Bereich Militär übernehmen Exoskelette teilweise das Tragen schwerer Maschinen. Im medizinischen Sektor helfen die Stützmechanismen anfangs nur Menschen mit eingeschränkten Gehfähigkeiten. Inzwischen können weltweit auch komplett Querschnittgelähmte mit Hilfe der Exoskelette die wichtigsten Momente im Leben wieder auf Augenhöhe mit ihren Mitmenschen erleben. Beim Physiotherapeuten lässt André regelmäßig checken, ob das System noch genau auf ihn angepasst ist. Das Exoskelett ist um seine unbeweglichen Beine und die Hüfte geschnallt. Der Computer am Rücken ist mit den Außenschienen für Ober- und Unterschenkel verbunden. Hier liegen die Motoren. Das Entscheidende ist ein Neigungssensor an der Hüfte. Beugt sich der Patient nach vorne, löst diese Bewegung den ersten Schritt aus. Das System geht dann selbstständig, bis der Patient es stoppt. In dem Berliner Reha-Center trifft André auf Daniela Witwer. Hey, hallo. Seit 2 Jahren sitzt sie im Rollstuhl. Heute darf sie zum ersten Mal das sogenannte ReWalk-System ausprobieren. Rund 400 Menschen in Deutschland haben dieses Exoskelett schon getestet. Auf dem Markt gibt es verschiedene Systeme. Voraussetzung für dieses ist vor allem eine gute Funktion der Schultern und Arme. Danielas Arzt hat ihr die Freigabe erteilt. Er will ihr heute helfen, den Rollstuhl endlich wieder mal zu verlassen. Andreas Schröer ist Physiotherapeut. Jeden Tag begleitet er Menschen bei ihren ersten Schritten im Exoskelett. Und jedes Mal ist die Erwartung der Patienten groß. Ich war auch schon heute Morgen ganz aufgeregt, muss ich gestehen. Aber ich bin super gespannt und ich freue mich ganz einfach, sagen wir es so. Andreas muss Daniela vermessen. Dieses System passt bei Menschen zwischen ca. 1,60 Meter und 1,90 Meter Körpergröße. Außerdem sollten die Patienten grundsätzlich fit sein. Ich habe mich gut vorbereitet auf den Termin. Ich habe auch ganz viel Oberkörperstabilitätsübungen gemacht mit meinem Therapeuten. Andreas passt das System auf Danielas Körpermaße an. Im Gegensatz zu André hat sie noch etwas Gespür in den Beinen. Bewegen kann sie aber nicht. Das Anschnallen des Systems fällt ihr zunächst nicht leicht. Meine Güte. Nimm doch die zweite Hand dazu. Und dann fahre ich nach vorne. Andreas hilft. So, und der letzte kommt. Und der letzte. Meine Güte. Gut. Wenn man weiß, dass man gleich damit laufen soll, dann finde ich das schon schön, dass man da überall gut festgeschnallt und verpackt ist. Mit einer Software gibt Andreas Gewicht und Schrittlänge ein. Ready for takeoff. Dann richtet sich das Exoskelett mit Daniela auf. Ihre Unsicherheit weicht schnell der Freude. Ich
sitzt hier? Ja. Hurra, ich stehe. Danielas Therapeuten erhoffen sich von dem Training eine Stimulation der Nerven in ihren Beinen. Ihr geht weg von mir, meine Stimme. Ich bin jederzeit da. Wow. Ja? Ich stehe alleine. Okay. Gut. Das groß machen. Wenn du schon stehst, ja. Kopf hoch. Doch das Wichtigste steht Daniela noch bevor. Die ersten Schritte seit 2 Jahren. Das Exoskelett macht die Bewegung. Sie hält mit den Krücken die Balance. Meine Perspektive ist klasse. Und ich würde jetzt am liebsten durch den Grunewald laufen. Ist echt toll. Die Bewegung stärkt auch das Herz-Kreislauf-System. Und ich bin groß. Die Beine bewegen sich. Das hatte ich ja jetzt eine ganze Weile nicht. Ne? Also ich bin total begeistert. 69.000 Euro kostet allein das Gerät. Daniela benötigt nun eine Verordnung ihres Neurologen. Gemeinsam mit dem Hersteller beantragt sie dann die Kostenübernahme bei ihrer Krankenkasse. Ob die Kosten trägt, entscheidet sich im Einzelfall. 27 Kilo wiegt das Exoskelett, aber es trägt sich über eine Schuheinlage selbst. Knapp 4 Jahre lebt André nun schon mit dem System. Vorher waren Treppenstufen für ihn als Querschnittgelähmten eine unüberwindbare Hürde. Mit dem Gehroboter kann er sie jetzt meistern. Das Runter ist überhaupt nicht anstrengend. Das, was anstrengend ist, ist für den Kopf. Weil man sieht das große, tiefe Loch, die vielen Stufen. Das muss man natürlich erst mal überwinden oder ganz ausschalten. Er kann mit dem System Treppen steigen und hinuntergehen. Die Höhe seines Schrittes ist dabei fest eingestellt. Sie variiert auch bei niedrigeren Stufen nicht. Andres Lebensqualität ist durch das Exoskelett enorm gestiegen. Ich stehe und gehöre zur Gesellschaft dazu. Im Rollstuhl ist man der kleine Behinderte, aber im Stehen gehört man dazu. Vor allem kann er seinen Mitmenschen endlich wieder ins Gesicht schauen. Für ihn der entscheidende Schritt zu einem Stück Normalität.